Cheerio, meine Lieben. Ja, vom Schicksal geplagten. Willkommen zurück zu Life is Strange 2. So. Ja, bei mir kommt es jetzt ein bisschen später, weil ihr habt ja gesehen, wir hatten ja erstmal Yves Origin, so. Und Life is Strange 2, die letzte Episode, kam leider erst. Kam heraus, als Yves bereits gelaufen ist. Dann läuft er noch FIFA und Stardew Valley. Und deswegen muss es warten. Ich hätte jetzt gedacht, so, wo Yves doch seine Pause macht, beziehungsweise das Kapitel zu Ende ist, habe ich gedacht, so, schmeiß doch mal Life is Strange rein, Was seid ihr? So, wir spielen heute die... Wir fangen heute mit der letzten Episode an. Bin gespannt, wie es losgehen wird. Also ich sehe schon mexikanische Grenze. Ich habe eine ganz böse Vorahnung, wie das Ganze ausgehen wird, aber das sage ich mal nicht. Auf jeden Fall wird es am Ende dieser Episode, also Ende von Life is Strange 2, noch eine Art Meinung- oder Fazitvideo von mir gegeben, daher... Aber nur für die, die es interessiert. So. Wir beginnen einfach mal. Und ich bin mal ruhig jetzt hier. Obwohl, jetzt kommt er erstmal. Was vorher, was zuerst? Das zuletzt geschah. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Wenn das passiert, was ich denke, was passiert. So. Auf jeden Fall, soweit ich weiß, waren wir jetzt mit unserer Mutter unterwegs. Und unsere Mutter fährt uns ja durch die Lande. So. Once upon a time, in a wild. Wild world. There were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They lived in peace until hunters took their dad away. The wolf brothers wandered for days and nights, learning how to live on their own for the first time. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf. A super wolf. They decided to head south to the distant land of their ancestors. But the journey was long and dangerous. Still, the wolf brothers made new friends on the way. They learned more about the world. But danger seemed to always follow them after a bad accident. They were separated. The big brother had been hurt, and the hunters finally captured him. They put him in a cage, but when he finally escaped, he went to search for his little brother. He soon found out that the little wolf had joined a coyote cult, and he would not leave them. Suddenly, their mother showed up after all that time. She said, she came to help rescue him. They begged the coyote leader, but she would not release the little wolf. He was their idol. So they had to knock her out to escape. The wolf brothers, now reunited, followed their rogue mother far into the desert to her hideout. Ja, das war so zusammengefasst, was passiert ist. Problem ist natürlich nur, dass wir noch unglaublich gejagt werden, ne? Also Sean wird ja auch noch gejagt. So, jetzt bin ich wieder leise. Hey, wake up, Sean.
What? What time is it? Get up! It's so beautiful. Check it out. So? Yeah, okay. Good call. Wow. That's amazing. I know. Is your eye okay? Yeah. It just itches. It's okay, Nana. I promise. Yeah. Okay. I love you. No matter what happens. You hear me? Yeah. I love you too. Diaz brothers. Always. So, are you still having those bad dreams? You know, about Lisbeth? Yeah. Sometimes I feel like she's around, coming after me. It's scary. She's lucky you didn't go after her. Yeah, but she's still out there. Somewhere. Creeps me out. Without you, she has no power. We're all good. Hope so. Sean. Are we criminals now? Sort of. We did a lot of illegal shit. If the cops catch us, we'll be judged for what we did. That's for sure. Yeah. I know. Well, we're almost at the border. Finally. I like it here, but we'll have to leave soon. I know. I'm sorry, Inanna. Sean, I know it's been a long time. Can you tell me the rest of the wolf story? Oh. Yeah, I can tell you. Been forever since we left off. Way too long. Let's see. Oh, yeah. Okay. So, thanks to their mama wolf, the Wolf Brothers barely escaped from the coyote cult. She led them to her secret lair, deep in the Red Desert. The Wolf Brothers rested for a while, but at some point, they'd have to continue their journey south. They were closer than ever to their father's land, but between them and their destination, Lyda. A mighty fire unicorn. But she's nice, so they become friends. Excuse me, who's telling the story? You are, but it's my story too, right? Yeah, that's true. Okay then, so what happens next? They arrive in Mexico, but the country is rampaged by goblins. Together,
the wolves and the unicorn managed to slay them and become heroes. The police forgives them, and all their friends come to Mexico to celebrate. Yeah. Sounds pretty good, Enano. Let's pack this shit up and head back to town. So, und das ist ein. Ja. This place is too pretty. Was ist das? So incredible to see all those stars and planets up close. Also sind wir jetzt mit unserer. Wir sind so gesehen also mit unserer Mutter jetzt in eine Stadt gekommen. I hope we could go watch the stars again. Mom said there's a moon eclipse coming up soon. I'm in. Ja. This place is cool. Just move here. Also. Hey, I can help. Just tell me what you want to put. Was darf ich was sagen? You are the man. Was ich sagen wollte: Wir sind also mit unserer Mutter abgehauen, sind in so eine Stadt gereist, die wo ihr versteckt anscheinend ist, und die beiden haben sich aber entschlossen, dann hier die Nacht zu verbringen, um die Sterne anzugucken mit dem Teleskop. Alles klar. Und heute natürlich geht es jetzt in dieser Episode natürlich ab nach Mexiko, ne? Problem ist nur, da gibt's nur eine riesen Mauer. Yep. We still need our processed sugar in this hippie desert. Yo, Captain Cam, can you take these away? Sure. Perfect formation. Das ist aber noch was. Let's clean up this mess. Not if it cleans up by itself. Stop. Daniel. Can't catch it, huh? No shit. Now cut it out. Jeez. You're no fun. Pretty useless with the crazy moonlight we had. But it scares the coyotes away. Activate flashlight. And no funny business. Of course not. On the way. Noch irgendwas? Astronomiebuch. Every star looked the same until we used Karen's old guidebook. I swear Dad had that same book in the garage. Yeah. I think he did. Why did he never show it to us? Maybe it reminded him of Mom too much. Oh. Yeah. Right. Manchmal hält man ja Dinge, aber ja. Wir zeichnen eine Runde. Das ist eine gute Idee. Wir zeichnen einfach mal eine Runde. Oh, sketching time. Good idea. I'm glad you can still draw after. Ach ja. You know. Me too, Daniel. But if I can see it in my mind, I can still sketch anything. Almost. That's so cool. I don't want you to stop drawing. Ever. Wenn man jetzt diese einseitige Sicht jetzt. This is so cool. Man, darf ich mich mal konzentrieren? Kann ich mich konzentrieren? Jetzt. Pretty good. So. Zack. So. Back hurts a little. I'm glad we're sleeping in our bed tonight. Tja, das bringt so mit sich, wenn man draußen übernachtet zum Sterne gucken. Hey, can you draw me as a superhero? Like striking a pose over the canyon. I can try. Okay. Tada. Finished. Let me check it out. Oh man. I do look like a mighty superhero. That's so cool. Ja, wirst du dich nur ab und zu immer so verhalten. Also anfangs ist es ja immer, also meistens ist es ja
anfangs immer so noch so, oh, Brüder, baba. Aber irgendwann geht er einfach nur noch auf den Keks. Ich hoffe wirklich zum Wohle dieses Spiels, dass Daniel diesmal nicht so einen Abdreher macht oder so. Let's hit the trail, cowboy. Oh yeah. Ab geht's. So. What are you doing? What the fuck, dude? Don't do that. What's wrong? Stop messing with it, man. Yeah, you're right. Sorry, little guy. Don't get eaten by eagles. Do eagles eat scorpions? No idea. Cool. Let's go. Problem ist einfach nur, wenn er davon gestochen wäre, hätten wir ein Problem. Ich weiß gar nicht. I wish we saw more falling stars. Or any. That's what you get for taking a piss when the only one fell. I know. You tried to warn me. At least we got to see Mars. That was so cool Arthur and Stanley let us use the telescope. Yeah. These guys are real cool. Ich weiß gar nicht, sind Skorpione so extrem giftig für Menschen? Also es gibt bestimmt welche, aber hier so, ich weiß nicht, so in Amerika? Sag mal, schubst du mich hier fast runter? Think Joanne will let me help her with the sculpture when we get back? Hell yeah. Hallo. You're like the magic assistant. Amazing that anything can grow out here. Does it ever rain in the desert? Well, oh. Selten. Good question. Aber dann kommt, glaube ich, so eine richtige Regenphase. Anyway, what I was saying is, it's nice to be able to use my power up here. Not hide it. Yeah. Karen was. Now what the hell is that? Yeah, Karen was right. They're all cool with it. Mom doesn't say much about my power. Why do you think? Daniel, I see something behind this rock. Can you bring it over? Oh, gotcha. I see. Here it comes. Bin gespannt. Look at that! So cool. Yep. We're taking this treasure. Was war das? Stimmt, wir können mal so einen Rucksack checken. Andenken. Ja, was ist denn das? Ist schön, dass Andenken steht, aber... Ausrüsten? Ah, hinten. Daniel, alles in Ordnung? She's... Daniel, alles in Ordnung? Like, what do you mean? She's my mom. Well, you know... I mean... She hasn't seen you for years. Not sure she can deal with all this at the same time. Huh. It must be weird for her. I hear you. Ich glaube, Daniel hat das Ganze ein bisschen mitgenommen. Der hat irgendwelche Zuckungen oder so. Ja, Leute, damit beendet die erste Folge auch für heute. Beim nächsten Mal... I got the munchies. Ja, schön. Karen has some food. Also, beim nächsten Mal begeben wir uns dann zu Karen zurück, zu unserer Mutter, in die Stadt. Bin gespannt, was für Leute wir da auch treffen, weil die haben ja schon von... zwei Personen erzählt, Karen, nee, Stanley und noch jemanden. Wer auf jeden Fall so mit dem Paar bewerten könntet, denkt an den roten Knopf. Unter dem Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.